Karl Ranseier ist tot. Der wohl erfolgloseste Werbefachmann aller Zeiten begann seine Karriere im Jahre 68 als Flugblattverteiler für Boris Strawotzkis schwedischen Pizzabus. Aufsehenerregend waren auch seine Werbefilme, in denen er statt Ersatzflüssigkeit das Original benutzte, Kinder mit seinen Eiern überraschte und die lila Kuh gegen einen schwarzen VW-Käfer austauschte. Besonderes Pech hatte Ranseier auch mit seiner Melitta-Frau, die von den Zuschauern nicht akzeptiert wurde. Sie störten sich in erster Linie an ihren riesigen Melitta-Filtertüten. Der einzig sichtbare Erfolg Ranseiers war der Werbefeldzug für Putzli-Scheuerpulver in der spanischen Stadt Villabajo. Während in Villarriba bereits gefeiert wurde. Noch im Ruhestand entwickelte Ranseier Konzepte für Dauerwerbesendungen. So wurden unter anderem seine Entwürfe zu Das Glücksquadrat, Der Preis ist 4,20 Mark und Geh aufs Klo erfolgreich nicht produziert. Ilona Christen sagte einmal über Karl Ranseier, er ist der Einzige, der rauskriegt, wie viel 8 von 10 Flecken sind. Karl Ranseier wurde gestern gekreuzigt, als er versuchte, aus den Wörtern Schwanz, Blasen und Freiheit einen Werbeslogan für die katholische Kirche zu entwickeln.